Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 400-jähriger Krieg. Selbstgemachte Modifikation, könnte man so sagen. Der Krieg, der dauert jetzt echt schon Jahrhunderte. Und wir können jetzt die Osmanen langsam Teppich belagern. Das halte ich für eine coole Sache. Wir holen uns ein paar Trüppchen. Moment, wir gucken mal ganz kurz auf die Ausgaben. Wir sind doch bestimmt bei vielen Dingen über dem Limit, aber noch nicht bei allen. Nein, Moment, halt, ich will normale Infanterie will ich haben. Zwei Einheiten gehen dann noch. Und wir werden jetzt den Kriegsstand, den wir gegenüber den Osmanen hatten, wieder auf Null bringen. Stopp. Und irgendwie hat gerade mein Spiel gelaggt. Okay. Not so good. Schön. Gut, wir machen nochmal unsere übliche Plünderaktion. Die Armee der Osmanen hier wird vernichtet werden. Wir blockieren nämlich all ihre Häfen und sie können sich nicht über den Bosporus zurückziehen. Das heißt, die Mamelucken werden gewinnen. Ist schon alles geplündert außer hier? Wir plündern noch mehr. Zeit für einen ersten größeren Belagerungsversuch. Die tapferen Johanniter trotzen hier wirklich den wildesten Umständen. Und können jetzt tatsächlich vielleicht sogar noch einen 100%igen Kriegsstand gegen die Osmanen erreichen. Und die Provinz werden wir gerne unseren Waffenbrüdern zurückgeben wollen. Nachdem wir sie erfolgreich belagert haben, die Schlacht gegen Fates werden wir gewinnen. Und wir machen hier jetzt erstmal eine schöne Belagerung auf. Aber Mamelucken könnten jetzt sogar hingehen und auch einen 100%igen Kriegsstand gegen die Osmanen erwirken. Teppichbelagerung und so weiter. Das volle Programm. Wir blockieren hier weiter. Wir schaffen leider nur 58%. Das langt nicht für eine ausgedehnte Belagerung. Leider. So, für eine ausgedehnte Seeblockade. Ja, wir haben noch 3 Transportschiffe, die wir jetzt hier runterziehen werden. Wir verbessern unsere Beziehungen zu nicht zu Tunesien, nicht zu Kastilien, nicht zu Frankreich, sondern zu Aragon, unserem ehemaligen Verbündeten. Ich habe ja immer gedacht, dass die mal hilfreich sein könnten, aber sie haben uns hinterhältig verraten und wollten nichts mit uns zu tun haben. Gut. Die Belagerung von Biskra. Erfolgreich absolviert. Ach, da ist der mir wieder davon gehoppelt. Ach, nee. Weiter geht's. Vielleicht verlieren wir da sogar was. Moment mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, oder was? Da müssen wir wahrscheinlich echt so angreifen. So rum geht's. Wir verlieren 33 Punkte Prestige, warum auch nicht? Als ob wir sowas nötig hätten. Oh, Mann, das ist doch nicht wahr. Du dummer Drecksbangard, Idiot, Volldepp, Horst, Seppel, irgendwas, keine Ahnung. Kauf an. Bevor er da noch eine weitere Einheit reinstellt.
Oh, wir haben die Belagerung von Biskra verloren. Who would have thought? Ah. Ankara haben wir. Nee, Ankara haben wir schon geplündert. Geh weiter nach Konya. Gut, Karaman ist befreit. Dann werden wir jetzt anfangen, die Osmanen weiter zu belagern. Solange, bis wir einen schönen positiven Kriegsstand gegen die haben. Mach das hier mal gerade aus. Lass, wir gehen mal zurücklaufen und du gehst nach Charba. Komm zurück. Bitte etwas weniger Geld da rein investieren. Okay, ich weiß, wo diese Rebellen befinden sich, auf der anderen Seite. Es ist ja echt zum Kotzen teilweise, ne? Ich glaube, wir haben es bald, ja. Militärzugang erbitten. Ja, insgesamt kriegen wir jetzt tatsächlich einen positiven Kriegsstand gegen die Osmanen. Das halte ich für eine heftige Sache. Mamelukenreich will auch Militärzugang. Okay, von mir aus. Gut. Erobern wir Ankara. Ich hatte mir irgendwie... Nee, ich mach das jetzt noch nicht. Ich hatte mir meinen Krieg gegen die Osmanen irgendwie anders vorgestellt. Fragt mich nicht mehr genau wie, aber... Sunnitische Fanatiker, das sind sie doch. Er macht sowas hier. Gut. So, wir einfach hardcore weiterforschen, ich weiß es noch nicht. Naja, wir warten, wir sehen jetzt erstmal gemütlich zu, wie Karaman hier belagert. Gut, die haben sogar einen Kernprovinzanspruch da drauf. Oh, ich mach Karaman größer. Leute, es ist so der Hammer. Es ist so der Hammer. Okay. Ich gehe nur langsam pleite. Obwohl ich halt geplündert habe wie ein Arsch. Das ist der Wahnsinn. Okay. Nee, halt, stopp. Stopp. Ich hole mir meinen Anführer. Wir haben die Belagerung von Konya gewonnen. Gut, hier sieht Karaman nicht als Kernbestandteil an. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, gut, wir haben die wichtigsten Provinzen belagern wir gerade. Ich nehme Kastamonu. Können wir nämlich auch nochmal plündern. Haha, nee. Nee. Nee, ich akzeptiere jetzt keinen Frieden mehr von dir. Oh, nee. Ich krieg einen herben Terrain-Malus, aber ich habe wenigstens einen Anführer dabei. Hab sogar halbwegs gescheit gewürfelt. Ich
muss hier oben gucken. Ich darf jetzt hier oben keine Provinzen und nichts verlieren. Das ist absolute Grundvoraussetzung. Er rennt sogar noch weiter. Habe ich den Eindruck dann. Wohin? Ist er schon nach Figui geflüchtet? Tatsache. Okay, wir lernen die moderne Theokratie. Weiß noch nicht, ob ich das machen will. Herrscher regieren bis zum Tod und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber ja, okay, gut. Ich habe keine Machtprojektion mehr. Weil ich kann keine Rivalen mehr auswählen und ich werde während dem Krieg permanent größer, obwohl ich überhaupt nichts mehr großartig mache. Es ist zum Piepen. Wir haben eine neue Ideengruppe. Wir nehmen die Quantitätsideen. Da habe ich mir vorher schon drauf so mehr oder weniger festgelegt, weil ich absolut der Meinung bin, dass wir mehr Truppen halt brauchen. Weil wir brauchen vor allen Dingen den Modifikator auf das Truppenlimit und auf den Armeeunterhalt. Alles andere ist für uns wahnsinnig teuer. Okay, wir nehmen die Einflussideen. Das können wir machen. Technologie machen wir noch nicht. Ja, wir erobern hier weiter Provinzen. Gut. Gewiped. Feine Sache. So. Missionarsstärke. Finde ich gut. Okay. Es geht weiter. Wir bekommen 30 diplomatische Macht. Ich kann jetzt schon mal sagen, du gibst Kernprovinzen zurück. Und zwar die zwei. Auf jeden Fall. Vorher geht hier nichts. So. Portugal hilft natürlich hier Spanien aus der Bredouille. Und ab dafür. Mach schön weiter, mein fleißiges Karaman, und hole mir noch mehr Provinzen. Wir können jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf Pumpen leben. Im schlimmsten Fall muss ich ein paar Schiffe auflösen, aber ich glaube, das geht. Oh krass, wir haben da oben die Mauern durchbrochen. Dann kriegen wir einen guten Modifikator. Plus 3 pro Runde. Auf jeden Fall wichtig. Ich wollte bei dir die Beziehungen verbessern, aber das richtig gut verbessern geht erst auch wieder nach dem Krieg. Und kannst sehen, ich habe auch keine gemeinsame Grenze mehr mit dir. Oh, wir haben die Pest. Wir verlieren 50 Dukaten. Wir haben Ankara erobert. Ist das so geil. Ey, wir rapen die gerade so. Oh, die haben 6 leichte Schiffe. Wo haben die denn alle? Die müssen irgendwo hier oben rumgammeln. Ich hoffe, dass die Mamelucken die finden. Die Mamelucken haben ja auch ein bisschen was an Schiffen da. So, jetzt bitte die Eroberung von Fez schnell abschließen, damit ich Algerien die Provinzen zurückverkaufen kann und wir wieder zum normalen Spielgeschehen zurückkehren können. Karaman, ich hätte das nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich könnte dich knutschen. Ohne Witz, du bist so gut. Du bist unendlich gut.
Nee, keine Idee. Keine Idee. Also, wir nehmen keine Idee. Ich habe schon ein paar Ideen, aber wir nehmen jetzt keine. Okay, die Mamelucken haben Frieden mit den Osmanen gemacht. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste bereits geschafft. Ich glaube, wir haben das Wichtigste bereits geschafft, denn... Die Mamelucken haben den Osmanen einfach rotzfrech ein paar Einheiten platt gemacht. 10 Regimenter, die wir nicht geschafft hätten, haben Karaman befreit. Und jetzt seht euch das an. Wir brauchen einen Diplomaten, bitte. Okay, wir haben auch Figurik eingenommen, alles klar. Du gibst Biskra an Algerien zurück. Das ist mir lieber, das ist auch eher so ein Blob da drüben. Kannst mir ruhig noch ein ganzes Geld geben. Und dann kannst du auch noch gleich mein Vasall werden. Aber Kastilien hat einen Kernanspruch auf dich. Dann machen wir es anders. Ich kann nur keine Provinz verkaufen, solange ich im Krieg bin, wenn ich das richtig sehe. Denn sonst würde ich hingehen, dann annektiere ich dich. Verkaufe dich an Kastilien, das ist mir da eigentlich wurscht. Wo hast denn du Kernansprüche drauf? Nix, ne? Okay, also überlegen wir was. Also ich könnte jetzt sagen, ha, ich mach das, ich gehe hin und verkauf Fez an Kastilien. Die finden mich dann super, weil die das gekort haben. Aber das kostet mich ja dann auch wieder diplomatische Macht. Weil ich meine, ich muss ja jetzt auch dann erstmal mit dieser ungekernten Provinz da rumrennen und darauf warten, dass ich das Ding irgendwann an Kastilien verkaufen kann. Und das ist es mir gerade nicht wert. Bevor die sich dann nämlich denken, ah, guck mal, die sind gerade im Krieg mit den Osmanen. Wir greifen die mal an, die können sich nämlich gerade so schlecht wehren, ne? Also das möchte ich nämlich hier ganz gerne vermeiden. Wir verlieren 25 diplomatische Macht. Im Kriegsgrund gegen Fez verloren. Wir werden Hyda Wendiger besetzen. Den Mamelucken da im Territorium. Trapezunt, bitte. Das können wir nämlich nochmal... Stopp! Scheiße! Ich bin wieder drauf reingefallen. Haltet ihr noch so lange durch? What? Was geht ab? Wie schnell sind die? Alter. Okay. Jetzt wird's nochmal knifflig. Entschuldigung. Geh mal mit der Geschwindigkeit runter. Das sind doch nur leichte Schiffe. Kriegt doch einen Kampfbonus. Ach, schade, jetzt habe ich ein paar Galeeren in den Sand gesetzt. Aber ich habe echt gedacht, ich könnte das Ding gewinnen. Ein paar weniger. Und du gehst nach Kyrenaika.
bist ein bisschen näher dran. Aber ich will hier oben meine Schiffe auf gar keinen Fall abziehen. Ja, jetzt langsam kommen sie wieder mit Schiffen zurück. Das mag ich nicht. Wir nehmen den Punkt Stabilität. Also mit so, also mit Gold Stabilität erkaufen. Nee. Okay, Kernprovinzen zurückgeben. Ich dachte, du würdest Kyta und Ankara auch noch als Kernprovinz ansehen, aber gut. Also du hast als Kulturgruppe Türkisch, Türkisch-Semitisch. Dann könntest du doch hingehen und theoretisch Ankara und Kütahya koren. Das könntest du machen. Die zwei bekommst du so, weil das deine Kernansprüche sind. Wie lange gelten die noch? Ich muss gucken, bevor die auslaufen. 1694 ist okay. Das passt noch dicke, okay. Weil dann nehme ich mir nämlich zwei schöne Provinzen für dich, die du dann bekommst. Irgendwie, oder eine zumindest. Also eine werde ich noch bekommen. Wir warten, wir müssen noch ein bisschen was an Belagerungsarbeit leisten. Okay, fein. Dann wirst du dich jetzt hoffentlich auf den Weg nach Konstantinopel machen. Nee, nach Sinope langt schon vollkommen. Und das heißt nicht Sinope. Nur nochmal als dezenter Hinweis. Oh, es gibt eine Revolte in Izmit. Da muss ich schon mal ganz kurz hingehen und die Rebellen hier unterstützen. Fahr besser hier rum, weil da oben, da gammeln ganz gern mal die Osmanen ab. So. Okay, warum stehst du die ganze Zeit hier bei den Mamelucken rum? Ah, das hat Spanien schon kolonisiert. Oh, interessant. Ach, die, genau, die haben Figuican, haben die mal zwischenzeitlich kontrolliert. Ich erinnere mich. Den Typen mit der Inflationsreduktion könnte ich mal gebrauchen. Es gibt einen neuen Kaiser. Hau ab. Okay. Gut, dass wir noch einen Diplomaten übrig hatten. Also ich hatte ursprünglich beabsichtigt, den Krieg gegen die Osmanen ein bisschen später anzugehen. Aber naja. Ach, das mit der Machtprojektion ärgert mich so, weil dieser Krieg sich so lange hinzieht und ich keine Rivalen mehr nehmen kann. Oh, ja. Hallöchen.
beibehalten, bitte. Ich will auf 100% oben bleiben. Ist mir fertig belagert. Okay, das war's. Wir können Richtung Karaman zurück. Und wir haben echt so viele Kriege geführt. Ich glaube, weißt du was, weil wir sind so über dem Truppenlimit, ich löse ich mal kurzerhand auf. Es werden immer mehr. So, dann kommen wir jetzt mal langsam zurück. Nächste hat kapituliert. Bitte hier unten einmal lang. Oh, keine gute Idee. Keine gute Idee. Karaman, ich weiß, du hast jetzt auch das Gefühl, wie ich hier so unbesiegbar rumlaufen zu können, aber glaube mir. Das trügt manchmal. Ich krieg die zwei. Da haben die Mamelucken aber einen Anspruch drauf. Das wäre nicht so schlau. Nur im Kriegsgrund gegen Mamelukenreich verloren. Sollen wir nochmal plündern gehen? Wir gehen nochmal plündern. Ich glaube, das sind alle Truppen der Osmanen, die gerade da oben stehen. Ich muss die Beziehungen mit Kastilien wirklich echt die ganze Zeit oben halten, sonst werden die ultra schnell motzig und arrogant und wollen mir ans Leder. Ja, 39.000, das ist die osmanische Armee da oben. Okay, sie merken's. Dann wieder zurück, Kommando zurück. Eine Provinz noch vielleicht, Ladies. Und dann Feierabend. Aggressive Expansion gegenüber Mamelucken 45. Das ist nicht so geil, ne? Naja, okay, Leute. Also die Friedensverhandlungen machen wir im nächsten Part. Das muss ich mir nochmal genauer überlegen und das will ich jetzt nicht alles onscreen machen. Korsika, so geil. Und dann haben wir endlich Frieden. Nach 21 Jahren. Das war ein heftiger Krieg. Wir haben die Osmanen in die Knie gezwungen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das geklappt hat. Ich muss mir den Part im Nachhinein nochmal angucken. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.